Einen wunderschönen guten Mittag. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr seht, sitzen wir schon in unserem Camper. Wir sind aber noch nicht losgefahren. Wir packen gerade. Wir müssen zum Beispiel den Frischwassertank auffüllen und da passen 40 Liter rein. Wir haben einen 10 Liter Kanister. Das heißt, wir müssen dafür schon allein viermal hoch und runter gehen. Plus dann noch für die Toilette Wasser holen. Plus dann noch den Wasserkanister so an sich voll machen. Und ich bin gerade auf die Idee gekommen, den Vlog zu starten. Ich habe überhaupt noch nicht... Das war jetzt alles ohne Zusammenhang. Also, wir fahren in den Urlaub. Erster Stop wird Dänemark sein und wir haben einen Camper gemietet. Den zeige ich euch jetzt gleich mal von innen, von außen dann später. Und sind halt schon fleißig am Einräumen. So, jetzt ist natürlich der Vorteil hier die Weitwinkelkamera. Also vorne ist, glaube ich, jetzt nicht sehr spektakulär. Hier ist erstmal unser Haufen an Bettzeug und hier ist auch noch Bettzeug. Wir haben jetzt eine andere Ausführung von Camper. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal überhaupt ein Video gemacht habe. Ich glaube schon. Wir haben hier hinten auf jeden Fall 1 Milliarde Schränke, die auch ziemlich voll mittlerweile sind. So, und jetzt quetsche ich mich hier mal durch. Sitzt du in deinem Kindersitz? Nee. So, wir haben hier dann hinten auch noch eine vollständige Küche mit einer Kühlbox, die... ja, so mittelkalt gerade ist. Müssen wir gleich nochmal einstellen. Hier sind 2 Kochplatten. Hier haben wir ein Waschbecken und hier haben wir auch ein Waschbecken. Hier ist für die Außendusche. Da muss man hier so einen Schlauch anschließen. Dann kannst du draußen duschen. Genau, hier sind auf jeden Fall viele Fächer. Hier ist das Klo. Hier ist eine Trennwand fürs Klo. Und wie gesagt, hier sind Schränke. Und wir haben ein Aufstelldach. Mega eng, aber ich finde es cool. Hier ist auch zum Beispiel noch geheimes Fach und so, also ja. Sitze kann man drehen, dann kann man hier klappen und dann kann man hier unten pennen und steckt die Füße hier hinten in den Schrank irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir dann gleich nochmal austesten. Erste Pause und ich zeige euch jetzt mal das Auto. Okay, ich drehe mal die Kamera. Boah, ist das hell hier. So, wir haben Hi. Einen Ford Nugget Plus oder sowas, keine Ahnung. Steht hinten drauf, werde ich gleich mal herausfinden. Ja, ein Ford Nugget Plus. Und sind jetzt hier irgendwo kurz hinter Hannover. Also ich weiß nicht, wie lange wir überhaupt schon gefahren sind und wie lange wir noch fahren werden. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal eine Pause. Haben auch schon was gegessen. Karl hat schon ein Schläfchen gehalten. Und ja, du kannst in die Sonne gehen. Können wir mal da mit dir hingehen? Ja, ich komme mit. So. So, also wir sind gerade in Hamburg. Tim meinte, du kannst ja mal filmen. Ja. Also mache ich das mal. Und wir können leider nicht nachts. Ja, hab mir vor. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ja, wir können nicht nachvollziehen, wie lange wir schon gefahren sind und wie lange wir noch fahren werden. Ja? Das ist der Flughafen. Nee, das ist der Hafen, einfach nur Hafen. Weil da fahren Schiffe. Ja, viel Flugzeug. Ja, aber das landet nicht hier. Ach so, das? Ich habe gedacht, immer der Vogel. Ich glaube, wir fahren jetzt durch den Elbtunnel. Ist da Blitzer? Natürlich, überall gibt es Blitzer. Blitzer. Kennst du schon? Nee. Nee. Absolut nicht. Als du gefragt hast, nicht. Aber jetzt. Vielleicht? So, also wir sind mittlerweile in Dänemark und sind aber noch nicht so weit über die Grenze. Wir haben jetzt einen sehr abgelegenen Stellplatz und kochen jetzt mal. Hier ist es natürlich mega, ne, mit der Stehhöhe und sowas zum Kochen. Ist das jetzt dieser Moment, wo ich... Ich bin das erste Mal Kameramann. Ist das jetzt dieser Moment, wenn du so das zeigst, dass ich nach oben so filme? Du warst schon mal Kameramann. Da sind wir auf Zingst oder sowas gewesen, auf dieser Halbinsel, weißt du noch? Ja, wo wir über die Brücke gefahren sind. Oh, wow. Nee, ist das jetzt dieser Moment gewesen, wo ich einmal so nach oben lernen, mache? Du musst lernen mit dem, der die Reportage macht sozusagen. Und wenn der jetzt so
Das ist schön mit der Stehhöhe hier oben. So. Ne? Mhm. Gut. Mir fehlt dieses Rührteil. Wo habe ich das denn hin? Jedenfalls machen wir erstmal Essen und zeigen euch dann, was dabei rauskommt. Das wird jetzt so eine typische Camping-Impro-Mahlzeit. So, hier seht ihr unser Essen. Wir haben einmal Sauce Hollandaise. Dann haben wir Kartoffeln. Die habe ich halt vor dem Kochen in Stücke geschnitten, damit die schneller durch sind. Und das ist ein Hühnchen, Tomaten, Käse, Zwiebelpfannen etwas. Also wir haben mit 3 Töpfen gekocht und hier die Soße, das ging ja schnell, die dann später nach diesem Pfannengericht und wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Guten Morgen. Wir haben die erste Nacht verbracht. Ich zeige euch nachher noch den Stellplatz. Jetzt wollte ich euch erstmal unser ausgewogenes Frühstück zeigen, was eigentlich ein bisschen überbelichtet ist. Auf jeden Fall essen wir halt alle Joghurt und Müsli und Obst. Ich zeige euch jetzt unseren Stellplatz. Sehr unspektakulär, einfach nur so ein Parkplatz mit Bänken. Wir haben genau zwischen den Picknickbänken geparkt. Genau, und es ist schon relativ spät. Wir haben relativ lange geschlafen, dafür, dass wir campen sind. Und wir werden jetzt mal noch schnell das Dach zusammenklappen. Und dann geht's nach Schweden. So, Zeit für eine Pause. Es ist noch gar nicht später Nachmittag, aber ihr seht schon, die Sonne steht schon ziemlich tief. Wir haben diesen Platz, wo wir jetzt hier stehen, als möglichen Stellplatz gefunden bei Park for Night. Aber ich bin mir jetzt persönlich gerade nicht so sicher, ob wir hier stehen wollen, weil hier sind direkt ganz viele Häuser und ich weiß nicht, ob das dann so gut ist. Willst du nicht in eine andere? Willst du hier in die? Ja, dann setze ich dich gleich mal rein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, also hier so in ganz nah bei der Zivilisation zu stehen. Hier ist auf jeden Fall ein richtig schöner See und alles. Aber ich weiß halt nicht, ob die Anwohner das hier so mögen. Ich habe aber noch einen alternativen Stellplatz und wie gesagt, das ist halt auch erst so kurz nach 15 Uhr. Also wir können auf jeden Fall noch weiterfahren woanders hin. Stellplatz für den Abend gefunden. Der Camper ist hier. Und hinter uns ist ein See. Hier geht gerade die Sonne unter. Sieht total schön aus. Und ich gucke jetzt mal, wie ich hier irgendwie ein schönes Foto machen kann. Seht ihr die Sonne, die Sonnenuntergangssonne? Mega schön. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich zeige euch jetzt nochmal aus der Nähe hier den See. Also, hier war ja unser Stellplatz. Und hier muss ein Blumsklo drin sein. Ich suche eigentlich nur nach einem Mülleimer. Wenn wir keinen finden, dann ist es halt so. Ja. Gucken wir jetzt mal so die Gegend an. Okay, das hier sind also die Klos, aber Mülleimer gibt es hier nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall ein schöner Strand. Alles zugefroren. Was bitte liegt da hinten? Im Wasser. Sekunde, was ist das? Ist das ein Stein? Ach, da unten ist ein Mülleimer. Ja gut. Auf jeden Fall ist hier ein schöner, flacher Strand. Da hinten sind auch solche Schwimmdinger, die man bestimmt aufs Wasser tun kann. Alles zugefroren, ist auch echt mega kalt. So, wir vermelden, dass wir mal unser Klo ausleeren und hier sind so Mülltonnen und eben hier diese Kloausleerungsstation in dem Haus, sehr, sehr praktisch. Und wir suchen dann, also wir müssen dann noch Frischwasser auffüllen, also sowohl bei dem Klo für die Spülung als auch bei unserem normalen. Wir haben hier oben auch so eine Füllstandsanzeige.
Ja, da kann man sehen, dass unser Frischwasser halb voll ist und unser Grauwasser auch halb voll. Okay, wie komme ich hier wieder weg? So. Genau, wir haben noch einen Wasserkanister mit 10 Litern. Den hatten wir zur Vorsicht einfach mitgenommen. Damit werden wir dann die Klospülung auffüllen gleich. Und da gehen aber, glaube ich, 10 Liter rein. Zumindest haben wir den, als wir den zu Hause aufgefüllt haben, mit einer Kanisterfüllung haben wir die Klospülung gefüllt. Ja. Das hier kann man auch zu einem Buch falten. Mhm. Und hier können wir das irgendwann mal zu einem Buch falten? Ja, zu Hause, wo wir einen Tacker haben, okay? Du hast auch einen Tacker. Richtig. Deswegen ja. Wollen wir das machen. Jedenfalls sind wir jetzt hier gerade so ein bisschen dabei, erstmal so unsere ganzen Vorräte und dies und jenes, Entsorgung und so weiter. Dann müssen wir heute noch einkaufen und wir müssen auch mal wieder tanken. Ihr wollt gar nicht wissen, was wir gestern bezahlt haben. Wir haben für 50 Liter Diesel umgerechnet 140 Euro bezahlt. Also der Liter war 2,40 Euro oder sowas. Und heute ist alles teurer, was wir bis jetzt gesehen und umgerechnet haben. Es ist abnormal. Gestern hat in Deutschland der Ultimate bei Aral 2,40 Euro gekostet. Und so viel haben wir einfach hier für einen Liter Diesel bezahlt. Das geht überhaupt nicht klar. Also ich bin sehr schockiert. Aber gut, nützt ja nichts. Tagesziel erreicht, würde ich sagen. Die Frage ist bloß, ob wir da jetzt auch wirklich reinkommen und hinkommen. Wir sind hier bei so einem Museumskomplex, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, wo die Häuser von Patterson und Findus nachgebaut wurden. Hier liegt im Übrigen Schnee. Karl findet super, aber der ist halt auch ganz schön gefroren. Tim ist gerade da hingegangen und guckt jetzt, ob wir da so reinkommen, wie wir das halt wollen, ob wir uns alles so angucken können, weil dann müssen wir ja noch ein Parkticket holen und es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn wir gar nicht das angucken können, dass wir uns ein Parkticket kaufen. So, vor hier wunderbarer Sonnenuntergangskulisse haben wir tatsächlich hier den Eingang gefunden. Das ist so, dass hier also dieser normale Museumsteil ist halt, hat nur so Öffnungszeiten. Mami, guck mal, da ist ein Traktor, ist ein roter Alpen, da hinten ist ein roter Alpen, ein roter Alpen. Ein Traktor? Bulldog. Na, wenn du das sagst. Jedenfalls wollte ich sagen, haben wir halt jetzt hier so den Zugang und man kann einfach so reingehen, aber man kann halt keine Führung oder sowas kriegen. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es da ist. Also es sieht irgendwie ziemlich so aus. Weil das hier ist ja zu groß für das Haus von Patterson. So, wir stehen tatsächlich vor dem Haus von Patterson. Hier ist der Tischlerschuppen. Und der Hühnerstall, oh mein Gott. Und hier drüben ist der andere Schuppen. Das sieht 1:1 so aus. Das ist ja richtig krass. Das ist im Verhältnis 2:3. Also es ist eigentlich halt ein Drittel größer so. Aber dass halt Kinder sich da irgendwie entsprechend von der Größe her passend fühlen. Wir wollen jetzt mal bei Patterson zum Fenster reingucken. Boah, das finde ich gerade wirklich ziemlich heftig. Und es sieht auch ziemlich so aus. Die Gardinen, das sind die Gardinen, womit Findus diesen Stier da bezwungen hat. Das ist krass, ey. Und hier ist die gute Stube von Patterson. Oh, ist das cool. So. Gehen wir nochmal hinten rum. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Hier ist ein Muckler am Start. Hier ist nochmal die gute Stube von der anderen Seite. Und hier drüben müsste eigentlich das Schlafzimmer von Patterson sein. Das ist jetzt so meine Idee. Ja, hier ist halt ein winzig kleines Bett aufgrund der Größe. Aber ja, das ist das Schlafzimmer. Krass, ey. Ultra gut, ey. Ich freue mich mega. Hier ist diese Hintertür. Ist da auch noch was? Ah, hier kommst du in die Küche. Hauptsache ich klinke an der Tür, ey. Also, wir haben noch ein Schloss gefunden, wovon wir nicht so ganz wissen, was es damit so auf sich hat. Aber ich wollte euch nochmal diesen krassen Sonnenuntergang zeigen. Dann hier noch dieses krasse Gebäude. Es sieht echt mega, mega schön aus. Ich habe schon mehrere Bilder gemacht. Mami! Ja? Es geht rein und ja, hier freut sich jemand sehr, sehr doll am Schnee. Ich meine, wir haben März. Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal Schnee gab. Es
So, unseren Stellplatz können wir euch jetzt nicht zeigen, aber dafür unser Essen, was irgendwie hart überbelichtet ist. Es ist nämlich schon dunkel, deswegen können wir den Stellplatz nicht zeigen, das wollte ich schon sagen. Es gibt Tortellini, zwei Sorten, diese kleinen runden sind mit getrockneter Tomate gefüllt und die großen mit Schinken. Dann gibt es hier eine asiatische Soße mit Hühnchen, was wir extra reingetan haben. Also das war schon noch nicht da. Das ist ein Thai Curry, glaube ich, von der Soße her. Und ich habe noch Knoblauch und Zwiebeln extra rein. Und es gibt Salat. Hier hinten ist der Salatdressing. Also, ja, wieder schön aufwendig gekocht dafür, dass es Campingessen ist. So, ein neuer Tag. Ich zeige euch mal kurz, wir sind hier auf dem Spielplatz. Ich habe vergessen, unseren Stellplatz von letzter Nacht zu filmen, aber der war auch nicht so besonders. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto. Weil folgendes, wir müssen, bevor wir morgen mit der Fähre fahren, müssen wir noch ein Corona-Test-Zertifikat, oh meine Haare, schrecklich, bekommen, weil wir noch nicht lang genug genesen sind. Und der Punkt ist einfach, dass es hier übelst schwer ist, ein Testzentrum zu finden, weil hier ja alle Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, hier ist nichts. Also beim Einkaufen keine Maske, gar nichts, überhaupt nichts. Wie sehe ich aus, ey? So werde ich doch gleich gar nicht durchgehen. Na jedenfalls sind hier alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bedeutet, hier gibt es kaum noch Möglichkeiten, sich zu testen, weil braucht man den nicht, weil Corona ist hier ja schon vorbei. Ob das jetzt so stimmt und ob das jetzt gut ist, ist jetzt mal daher hingestellt. Wir brauchen jetzt jedenfalls einen Test und wir haben eigentlich jetzt keine richtige Option, außer einen Selbsttest machen und dann den irgendwie online verifizieren lassen durch irgendjemand, der sich mein Video anguckt, wie ich mich getestet habe und mir dann ein Zertifikat ausstellt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht schon, wir haben einen sehr hübschen Stellplatz direkt neben der Tanke gehabt. Und es ist, um genau zu sein, 5:55 Uhr. Wir fahren jetzt gleich mit der Fähre. Wir haben gestern, glaube ich, gar nicht gefilmt oder fast nicht. Oder die letzten Tage so ein bisschen. Die letzten zwei Tage. Es war auch mal chillig, nicht zu filmen. Und jetzt fahren wir mit der Fähre. Wir haben eine Tagesüberfahrt, haben trotzdem eine Kabine gebucht und ein Frühstück und alles und müssen jetzt erstmal noch den Check-in, das Terminal finden und dann bestimmt noch ein Stück anstehen, aber wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal trotz der zeitigen Uhrzeit ganz gut aus Bett gekommen. Und es war nicht so schrecklich, wie ich dachte. Ich war aber kurz vorher schon wach. Ich habe fast gar nicht geschlafen heute Nacht. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich mein Körper die ganze Zeit so in halb wach bleiben, damit wir die Fähre nicht verpassen. Ja, das war vermutlich auch, weil Kind belagert dich. Ja, Karl hat bei uns mit im Bett geschlafen. Wir haben aufgrund dessen, dass wir unauffällig bleiben wollten, direkt daneben der Tanke, haben wir das Hochdach nicht hochgeklappt. Und hat Karl mit unten geschlafen. War auch mal ganz interessant für eine Nacht so. Aber auf der Fläche, ich glaube, wir hatten ein Bett von jetzt 1,40 oder sowas. Ja, Karl ist halt einfach die ganze Zeit rumgekrochen. Er konnte halt auch nicht so ruhig schlafen. Ist auch egal. Jedenfalls drehe ich jetzt nochmal die Kamera, zeige ich den schönen Sonnenaufgang und dann sehen wir uns wieder bei der Fähre. So, das ist auf jeden Fall ziemlich schön. Krass, dass doch schon so ziemlich die Sonne aufgeht und wir müssen genau nach da, weil da, wo die 1000 Lichter sind, ist der Hafen. So, hier seht ihr unsere Fähre, die gerade auf dem Weg ist anzulegen. Hier hinten sind noch andere Fähren, die eine sieht man jetzt gar nicht, aber die andere. Hab ich doch schon erklärt, die transportieren die Anhänger. Warum? Weil die mit auf die Fähre müssen. So,
meine Haare gehen gar nicht. Ich freue mich auf den Spiegel in der Kabine gleich. Die Dusche, Alter. Mami, alles. Mami, ja? Hier sind doch die Einfähren. Hier sind, also ich sehe jetzt zwei, aber es lag noch eine dritte an. Jedenfalls muss ich irgendwas gegen meine Haare unternehmen. Haben wir gerade eine kleine Hafenrundfahrt gemacht, weil wir zum hintersten Terminal mussten. Wie gesagt, die Fähre liegt gerade an. Wir sind die Ersten in unserer Spur. Das ist wirklich immer sehr hochwertig, hier durch die Scheibe zu filmen. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, was wir jetzt fahren. Und eine wunderschöne Kabine haben, die wir schon vollstens eingenommen haben. Wir haben extra Klopapier mitgenommen, weil das Klopapier hier immer so dünn ist. Ja. Schönen guten Tag. Ich habe gerade schon mal was gefilmt. Ich weiß nicht, ob man da den Wellengang sehen kann. Mir geht es aber irgendwie nicht so gut wellengangsbedingt. Das Schiff ist mega am Schaukeln. Das Problem ist, wir haben ja Frühstück gebucht und haben dann schön gefrühstückt. Und oh, jetzt geht es mir wirklich nicht gut. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie mal hochgehe oder sowas. Und ob das was hilft. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder zu Hause. Und ich wollte an der Stelle den Vlog beenden. Im Endeffekt waren das ja jetzt nur mal ganz kleine Ausschnitte von den ganzen Tagen, die wir verbracht haben. Ich habe bewusst mein Handy nicht so oft zum Filmen irgendwie in die Hand genommen oder sowas, weil wir halt auch einfach in vielen Momenten diese wunderschöne Natur dort genossen haben und einfach, ja, also ich weiß nicht, ich habe auch echt fast keine Fotos gemacht, also wirklich wenig. Aber das ist in Ordnung so und der Urlaub war richtig, richtig schön und richtig entspannend. Der Alltag holt uns noch nicht so ganz ein Morgen. Also wir haben morgen beide noch frei. Und müssen auch morgen, also wir müssen den Camper noch fertig machen, den geben wir morgen ab. Und müssen den noch sauber machen und eventuell noch fertig ausräumen. Er ist schon zu 85% ausgeräumt. Ansonsten sind morgen nur ein paar Sachen zu erledigen. Noch nicht so viel wie dann, wenn die Woche losgeht. Und ich zeige euch jetzt mal noch schnell unseren Wäscheberg. Da ist jetzt noch keine Bettwäsche oder sowas dabei. Hier sind nur noch zwei Kuscheldecken, aber das ist die normale Wäsche. Und dann haben wir hier drüben noch Kochwäsche, da ist ein kleiner Teil von zu Hause oder naja, die Hälfte ist von zu Hause, was hier noch so drüber hing und so weiter. Aber auf jeden Fall haben wir hier viel zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.